hey, vielleicht ist meine Idee doch nicht so abwegig, dass es im Grunde total cool ist, sich Gedanken zu machen über die ganz großen Fragen. Eine von diesen ganz großen Fragen lautet, ist Gott weiblich? Den Gedanken an eine weibliche Göttin finden wir übrigens nicht erst bei Feministinnen seit ein paar Jahrzehnten. Den gibt es schon lange. Übrigens auch bei ziemlichen Patriarchen. Zum Beispiel bei dem Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe. Er hat sein bekanntestes Theaterstück, den Faust, in zwei Teilen konzipiert. Und so, dass am Ende des zweiten Teils alles auf die Göttin zuläuft. Am Ende des Theaterstückes wird nämlich der Held Faust von ihr in den Himmel aufgenommen, von der Jungfrau und Mutter und Königin. In dieser Folge unseres Kanals geht es aber um Menschen, die noch viel, viel früher gelebt haben. Wir wenden uns der Jungsteinzeit zu. Nachdem wir vorher einen kurzen Durchgang durch einen Bildtypus der Altsteinzeit gemacht haben. Natürlich muss man sagen, dass alle Forschungen über die Steinzeit immer etwas Spekulatives haben. Und sicherlich haben auch die Menschen an den verschiedenen Orten und Zeiten der Steinzeit sehr unterschiedlich gelebt und gedacht. Aber es gibt da Dinge, die einen schon ins Nachdenken bringen. Eines betrifft eine Tonfigur, die man Anfang der 1960er Jahre bei den Ausgrabungen einer steinzeitlichen Siedlung gefunden hat. Unsere erste Frage ist aber, wie sollen die Menschen damals auf die Idee mit einer Göttin gekommen sein? Die Menschen sehen einfach alle, dass sie ihren Anfang von einer Mutter ausgenommen haben. Was liegt da näher, als sich das Ursprüngliche, den Urgrund in einer Mutter vorzustellen und so zu symbolisieren? Der berühmte Schweizer Altertumsforscher Johann Jakob Bachofen hat im 19. Jahrhundert solche Überlegungen nahegelegt. Ihm als Juristen ging es darum, dass in den frühen Gesellschaften auch die gesellschaftlichen Regeln von Frauen dominiert waren. Er entfaltete in seinem Hauptwerk 1861 die Theorie vom sogenannten Mutterrecht. Heutzutage spricht man vom Matriarchat. Als sensationelle Bestätigung erschien dann im Jahr 1908 der Fund dieser Frauenplastik im österreichischen Willendorf. Man deutete diese Figur gleich religiös und sprach von der Venus von Willendorf. Und bei Ausgrabungen aus dem altsteinzeitlichen Europa hat man eine Fülle ähnlicher Frauenstatuen entdeckt. Das kulturelle Gedächtnis unserer Spezies ist also über längere Zeit mit solchen Frauenfiguren befasst. Eine unzweideutige Figur dieser Art ist bereits von den Funden in der Schwäbischen Alb von vor über 30.000 Jahren, die sogenannte Venus vom Hohlefels. Die Thematik taucht vor gut 50 Jahren bei einem aufsehenerregenden Fund in der Zentraltürkei auf. Es ist in der Nähe von der Stadt, die später Ikonium hieß und dann Konya. Celal Adin Rumi lebte hier. Bei Ausgrabungen aus der Jungsteinzeit am sogenannten Gabelhügel Çatal Höyük findet man die Figur, die vervollständigt folgendermaßen aussieht. Die Plastik ist etwa 20 cm hoch. Sie zeigt eine sehr korpulente und bis auf eine Art Puffärmel unbekleidete Frau. Sie thront mit den Händen auf ihnen aufliegend zwischen zwei Raubkatzen, vermutlich Leoparden. Mit ihnen und dem Sitzmöbel bildet sie ein Ensemble mit einer fast quadratischen Grundfläche. Der Körperumfang steht bei ihr wie bei den altsteinzeitlichen Figuren im Gegensatz zu dem, wie die Menschen damals ausgesehen haben. Nach sämtlichen Skelettfunden zu schließen, waren die Frauen in der Steinzeit mager und drahtig. Man kann davon ausgehen, dass diese Figuren in einem bewussten Gegensatz stehen und Sattheit und Schönheit zum Ausdruck bringen sollen. Das ist quasi eine Traumfrau aus dem Schlaraffenland.
James Millard, der erste Ausgräber von Chatalhöyük, deutet diese Frau gleich als Göttin auf dem Leopardenthron. James Millard hat die archäologische Fundstätte in Chatalhöyük in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckt und in den 60ern auszugraben begonnen. Er kommt aus einer Zeit, als die Archäologen noch mehr Abenteurer waren. Sein Leben ist bereits einmal Thema eines Theaterstückes geworden und würde sich auch super eignen für einen spannenden Spielfilm mit undurchsichtigen Geschäften, schönen Frauen, aufregenden Ausgrabungen und einem Mann, der mehr und mehr von den Fakten in die Fiktion abgleitet. Mellard ist dynamisch und ein rastloser Ausgräber, aber er gerät in Verruf und muss Mitte der 60er Jahre die Ausgrabungen in Chatalhöyük abbrechen. Es dauert fast 30 Jahre, während die Ausgrabungsstätte Chatalhöyük verfällt, bis ein neuer Typ von Archäologe daherkommt, Ian Hodder. Das ist ein Theoretiker aus Cambridge, Professorensohn, in Oxford aufgewachsen. Ein richtiger Intellektueller, der anfangs kaum Türkisch spricht, aber dafür Heidegger zitieren kann. Er beginnt 1993 mit einem neuen Team und den neuesten Methoden. Dabei interessiert er sich nicht für spektakuläre Bilder, sondern für die Menschen am Anfang der Zivilisation. Und er geht sehr langsam und gründlich vor. Nach wie vor ist erst ein kleiner Bruchteil des Hügels erforscht. Chatalhöyük ist ein zweigeteilter Hügel. Er bedeckt ungefähr die Fläche von 20 Fußballfeldern und ist 20 Meter hoch. In der Zeit des Neolithikums fließt hier ein Fluss, der sich in verschiedene Arme aufspaltet. Seinerzeit ist die Umgebung wohl sehr erfreulich und fruchtbar. Gut eineinhalb Jahrtausende lang, von der zweiten Hälfte des 8. vorchristlichen Jahrtausends bis ins 6. vorchristliche Jahrtausend, bildet eine große neolithische Siedlung erst den östlichen Teil des Hügels und dann eine kupfersteinzeitliche Siedlung den westlichen Teil. Die kulturgeschichtliche Periode, in der der Chatalhöyük entstanden ist, ist die Zeit, in der der Mensch Schafe und Ziegen domestiziert hat, ebenso eine Reihe von Nutzpflanzen. Seinerzeit leben hier in Hunderten von Häusern aus Lehm mehrere tausend Menschen. Schauen wir uns kurz an, wie diese Siedlung vermutlich ausgesehen hat. Es gibt mehrere Rekonstruktionsversuche. Dies ist der meines Wissens neueste, der auf YouTube zu sehen ist. In den Videobeschreibungen ein Hinweis auch auf eine deutsche Produktion, die mit anderen Bildern aufwarten kann. Interessant ist schon einmal, was an diesem Ort nicht zu finden ist. Erstens, keine Mauer muss die Bewohner vor Überfällen und vor einem Krieg schützen. Zweitens, es gibt keine Straßen, auf denen die Menschen entlang gehen können. Das heißt, die Wege führen vielfach über Hausdächer hinweg. Drittens, es gibt auch keine Türen an den Häusern und keine großen Fenster. Von den Dächern steigt man in die Häuser hinein. Viertens, es gibt keine Zentralgebäude wie Tempel oder Paläste. Es sind auffällig rechteckige Häuser, die wie eine Vorwegnahme des Bauhausstils aussehen, aber agglutinierend, wie man sagt, aneinander gebaut. Die Form ist nicht singulär. Es gibt auch bei den Pueblo-Indianern im heutigen Südwesten der USA ähnliche Formen. Die Ansiedlung als Ganze aus der Ferne wird mit einem Bienenstock oder mit einem Termitenhügel verglichen. Nach der herrschenden Theorie des Soziologen Norbert Elias liegt es in der Logik der Zivilisation, dass zwei Vorgänge zugleich stattfinden, nämlich auf der einen Seite die Zurückdrängung der Affekte und auf der anderen Seite die Konzentration der Macht. Norbert Elias spricht dort vom Königsmechanismus. Wenn man sich nun die allgemeine kulturgeschichtliche Entwicklung und die Größe der Siedlung
vor Augen hält, kann man sich leicht vorstellen, dass an der Spitze des Ortes ein König oder Häuptling oder wenigstens eine Art von Polizeichef gestanden haben muss. Aber für nichts davon gibt es Hinweise. Es gibt keine Spuren einer Aufteilung in Herrschende und Beherrschte, noch überhaupt eine klare Arbeitsteilung. Dazu Ian Hodder. You might have thought that all of this organization, this large number of people living together, would have necessitated some sort of central hierarchy. But that is not what we find at Çatalhöyük. We think Çatalhöyük is an aggressively egalitarian society, where showing difference was not really allowed. Das heißt, mit anderen Worten ausgedrückt, in Çatalhöyük herrschte eine Art von Kommunismus. Und wie so oft bedeutete Kommunismus keineswegs Freiheit. Das Miteinander haben wir uns von vielfältigen, ungeschriebenen Gesetzen und Ordnungen geprägt vorzustellen. Ordnung und Reinlichkeit haben dabei einen herausragenden Stellenwert. Verschiedentlich ist es zu lesen, dass es sehr stressig gewesen sein muss, hier so zusammenzuleben. Parasiten, Schädlinge, Infektionskrankheiten, das alles wird es in Çatalhöyük gegeben haben. Und gerade in der künstlerisch produktivsten Zeit, in der Mitte des 7. Jahrtausends vor Christus, muss der Stress, der auf den Menschen gelastet hat, am höchsten gewesen sein. Andererseits werden die Schwierigkeiten des Lebens der Menschen seiner Zeit auch oft überzeichnet. Die Sorgfalt der Pflege des Innenbereiches der Häuser, die peinlich sauber gehalten und immer wieder neu gestrichen werden, sorgen für ein relativ gesundes Leben und viele Einwohner werden älter. Auch der allgemeine Aggressionspegel in der Ortschaft bleibt offenbar erträglich. Darauf deuten die zahlreichen Skelette der Bewohner hin. Sie lassen gelegentlich Knochenbrüche erkennen, aber keine exzessive Brutalität. Und bemerkenswert ist überhaupt, dass dieser Ort so lange Bestand hat. Allerdings gibt es auch ein Problem, das der Vergleich mit der Bilderwelt des Göbekli Tepe, die wir in Folge 3 vorgestellt haben, deutlich macht. Nämlich die Langeweile. Je länger die Zeit geht, desto mehr prägt sie auch die religiösen Riten am Ort, wie es Harvey Whitehouse zusammen mit Ian Hodder dargelegt haben. Offenbar ist das der Preis, den die Menschheit zahlen muss. Man lebt besser unter den Kommunisten vom Çatalhöyük als unter den Rockern vom Göbekli Tepe. Auch wenn die die spannenderen Bilder herbringen. Was das Ausmaß der Ausgestaltung betrifft, gibt es große Unterschiede. Es gibt einige wenige Gebäude, die aufwendig ausgestattet sind. Ian Hodder nennt sie die Geschichtshäuser. Was die Spuren alltäglicher Aktivität angeht, unterscheiden sich diese Geschichtshäuser aber nicht von den normalen Häusern. Diejenigen, die hier leben, mögen zwar eine Art von Elite sein, aber sie haben dadurch keine materiellen Vorteile. Kein Haus ist genau wie das andere. Dabei erinnern sie an Höhlen. Sie besitzen kaum Fenster und Türen und haben nur oben eine Öffnung im Dach. Auf der südlichen Seite des Hauptraums finden sich Eingang und Feuerstelle. Hier finden auch die alltäglichen Aktivitäten, die ein wenig Schmutz machen, statt. Im nördlichen Teil der Räume gibt es diese schmutzigere Alltagsaktivität nicht. Und hier liegt auch unter den Böden etwas verborgen. Ja, das ist hier die schmutzigere Südseite der Räume. Und hier ist der Raum gestaltet mit Tierschädeln und Hörnern. Hier nun die Rekonstruktionszeichnungen verschiedener Zeichner. Zunächst von einfacheren Häusern, dann wieder von aufwendig installierten Geschichtshäusern. Und nun wieder die filmische Rekonstruktion mit Ochsenschädeln unter einer Bärenfigur. Wenn nun eines dieser Häuser aus Lehm kaputt geht und nicht mehr zu reparieren ist, wie das eben immer nach Jahrzehnten geschieht,
werden die Häuser zumeist nicht einfach umgerissen, sondern gewissermaßen pietätvoll begraben und teilweise auch eingeäschert. Durch das Einebnen wird der Boden ein Stück höher und man bemüht sich, das Haus im Charakter wieder neu so aufzubauen, wie es schon vorher gewesen. Mit der Zeit entsteht ein künstlicher Hügel, der wie gesagt zuletzt 20 Meter hoch ist. Ältere Menschen genießen in Çatalhöyük eine besondere Behandlung. Es gibt einen Vorrang des Alters. Der Beweis ist, dass die Alten ein besseres, anderes Essen bekommen als die Jungen. Verstorbene werden vielfach unter dem Boden der Wohn- und Schlafräume beerdigt. Die unmittelbare Nähe zu den Verstorbenen mögen wir heute gruselig finden. Im Neolithikum ist das aber nicht ungewöhnlich. Und wenn man einmal nachdenkt, eigentlich ist es an unserer Welt erstaunlich, wie fern uns unsere Vorfahren gerückt sind. Wir leben an den Orten, die sie bereits bewohnt haben, sprechen ihre Sprache, partizipieren an ihren Errungenschaften, tragen ihre Gene in uns und meinen trotzdem, es käme nur auf die Jetztzeit an. Bemerkenswerterweise gräbt man in Çatalhöyük bei einigen der Leichen ihre Knochen später wieder aus. Die Bewohner entnehmen Schädel und teilweise auch Arm- oder Beinknochen. Ich stelle mir Armknochen und Schädel so vor wie später das Zepter und den Reichsapfel. Ein Grab in dem Haus, das von den Ausgräbern die Nummer 42 bekommen hat, sieht in der Rekonstruktion etwa folgendermaßen aus. Es zeigt eine Frau, die den Schädel einer Ahnen bei sich in den Armen hält. Der Schädel ist mehrfach mit rotem Ocker überzogen. Ich besitze von ihm leider nur diese Schwarz-Weiß-Abbildung. Laut der Schätzung Ian Hodders gehört sie der 376. Generation an, die uns vorausgegangen ist. Das heißt, womöglich ist sie unsere 374-mal-Ur-Großmutter. Natürlich kennen wir die Geschichten nicht, die sich die Menschen von Çatalhöyük seinerzeit erzählt haben. Ebenso wenig wie ihre Gedanken und Träume. Und doch eröffnen viele Darstellungen die geistige Welt. Was sich dargestellt findet, sind bei den Menschen der Steinzeit eher Tiere. Und unter den wilden Tieren spielen insbesondere Bären, Leoparden und Auerochsen eine Rolle. Rinder sind am Anfang der Ära noch überhaupt nicht domestiziert. Das heißt, es sind insgesamt gefährliche Großsäuger. Domestizierte Tiere wie die Schafe, von denen über die Hälfte der gefundenen Knochen aus Çatalhöyük stammen, finden sich überhaupt nicht in den Abbildungen. Die Darstellungen machen sicherlich etwas von den Ängsten deutlich. Aber auch von der Energie, die man mit diesen Tieren sich verschaffen möchte. Später gibt es in Çatalhöyük auch Wandbilder, die das Jagen und Verspotten großer Tiere zeigen und damit Szenen in einer Art von Stierkämpfen ins Bild setzen. Aggression ist auf ihnen eher eine männliche Angelegenheit und die Tiere werden vorwiegend männlich dargestellt. Wie sich der Status der menschlichen Geschlechter zueinander verhält, das können Archäologen in dreierlei Weise rekonstruieren. Erstens, an den sterblichen Überresten, den Knochen, kann deutlich werden, dass die Männer etwas anderes essen als die Frauen, zum Beispiel mehr Fleisch. In Çatalhöyük gibt es aber so etwas nicht. Zweitens, oft werden auch Gräber anders platziert und unterschiedlich ausgestaltet. Auch das gibt es hier nicht. Drittens, künstlerische Darstellungen von Männern und Frauen können sich unterscheiden. Nur in dieser Hinsicht haben sie in Çatalhöyük Unterschiede gemacht. Was nun die Funde von Çatalhöyük angeht, merkt man, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern relativ gering sind. Wichtig ist vor allen Dingen, dass Männer und Frauen dasselbe zum Essen bekommen. Und wenn Ian Hodder, wie wir gehört haben, von einer auf eine aggressive Weise egalitären Gesellschaft spricht, dann gilt das auch für das Verhältnis von Männern und Frauen. Natürlich gibt es noch Bilder, die etwas an die Bilderwelt von Göbekli Tepe erinnern.
aber dafür sind die Frauen in den dreidimensionalen Figurinen auffällig sorgfältig dargestellt. Ja, jetzt habe ich eine Menge nacherzählt von den Dingen, die die Archäologen herausgefunden haben über das Leben in Çatalhöyük. Aber was ist jetzt mit der dicken Frau zwischen den beiden Leoparden? Hat es in der Vorstellungswelt der Menschen von Çatalhöyük etwas gegeben wie eine Göttin? Lange Zeit war man in dieser Frage sehr skeptisch und konnte dazu gar nichts Definitives sagen. Eine einzelne Tonfigur kann ja nur ein Zufallsprodukt sein, eine Art von Spielerei. Schließlich hat man in Çatalhöyük viele Tonfiguren gefunden, die offensichtlich bedeutungslos waren und auf dem Müll gelandet sind. Aber die Entdeckung zweier Frauenfiguren im Jahr 2016 hat doch etwas Klarheit gebracht. Damals wurden nämlich zwei kostbare Frauenfiguren gefunden. Sie sind aus Marmor. Zu sehen sind sie hier. Und gefunden wurden sie an Orten, die in den Häusern symbolisch wichtig waren. Mit ihrer Korpulenz verkörpern sie Sattheit und Ruhe und Fülle. Mit einem Wort Wohlstand. So wie bei den Indern Ganesha oder bei den Chinesen Cai Shen. Ob diese drei Figuren nur ähnliche Göttinnen oder die gleiche Göttin dargestellt haben, das können wir nicht sagen. Ebenso wenig, ob sie außer für Wohlstand noch für andere Lebensthemen zuständig gewesen ist. Nachdem die Figur mit den Leoparden aufgefunden wurde in einem Getreidespeicher, liegt es nahe, sich vorzustellen, dass sie auch im Sinne von Fruchtbarkeit eine Rolle gespielt haben. Als Mütter oder gar Urmütter dargestellt sind sie aber nicht. Was wir aber wissen, ist, dass es einen deutlich weiblich kodierten Komplex im Denken gegeben hat. Oder anders mit der Metapher dieses Kanals ausgedrückt: Die WG der Religionen im menschlichen Oberstübchen war anfangs eine WG, die durchaus auch als Frauen-WG Bestand gehabt haben kann. Beim Çatalhöyük in der Zentraltürkei hat man eine steinzeitliche Großsiedlung ausgegraben. Die Archäologie ermöglicht hier einen fantastischen Einblick in eine frühe Zivilisation. Was die Religion angeht, ist von hier schon seit längerem die Figur einer korpulenten Frau zwischen zwei Leoparden bekannt. Dass sie nicht als das Ergebnis einer zusammenhanglosen Spielerei anzusehen ist, das beweisen zwei im Jahr 2016 gefundene Figuren. Diese Figuren verkörpern zusammen ein großes Thema. Es geht in ihnen um Wohlstand und anzunehmenderweise auch Fruchtbarkeit in einer Person. Anders ausgedrückt stellen sie eine Göttin dar. Und jetzt hoffe ich, sagst du, interessant über die Menschen der Steinzeit nachzudenken. Schon wieder was gelernt? Gib mir ein Like oder abonniere den Kanal. Bis dann, ciao, tschüss.